Die weißen Delfine von Hongkong sind schon lange bedroht. Doch mittlerweile hat sich ihr Bestand noch einmal drastisch verkleinert. Schuld daran ist Baulärm. Zwischen Hongkong und China wird eine 30 Kilometer lange Brücke errichtet. Der Lärm behindert die Verständigung und die Nahrungssuche der Tiere. Die Wissenschaftlerin Lindsay Porter erforscht das Verhalten der Delfine. Während des 10-jährigen Baus der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke haben wir festgestellt, dass die Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum, der für die Erhaltung ihrer Art essentiell ist, vertrieben wurden. Bleibt zu hoffen, dass die letzten 50 Tiere nicht auch für immer abtauchen.